Leute, seht ihr das? Willkommen wieder zurück. Da steht jetzt endlich ein dickes A-Plus beim Dozentenrang. Ja, endlich geschafft, noch ein bisschen geangelt und voilà, ne? Schon hat man's dort stehen. Ja, das bedeutet, wir können uns ein paar legendäre Waffen sogar jetzt schmieden, ne? Und das wollen wir doch gleich mal herausfinden, was sich dahinter so verbirgt. Da bin ich jetzt total neugierig und das ist natürlich eine super spannende Sache an sich. Mal gucken, wir haben ein paar Tier. Ein Feuerbogen mit hoher Treffer und... mit hohen Treffer und Kraftwerten. Oh, wow. Kraft 15, Treffer 85, Crit 10 und ein kleines Gewicht von gerade mal 7. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch einen Gradivus, ja. Ich glaube, ansonsten haben wir nichts, was wir tatsächlich nutzen könnten, aber... was haben wir hier? Eine Lanze, mit der ein tapferer Krieger Fotlands Kehle verteidigte. Hohe Treffer und Kraftwerte. Das Ding, das hat jetzt mal 1-2er Range-Abdeckung vom Feinsten. Ja, das ist eine Kraft dafür auch, meine Güte. Das wird auf jeden Fall sofort geschmiedet. Ich habe auch nochmal ganz die Fische und so mal verkauft nach der Zeit. Das heißt, wir haben auch wieder ordentlich Geld. Und das ist natürlich auch super. Okay, das hat sich sowas von gelohnt. Ein Mercurius konnte ich bisher noch keines gattern, glaube ich. Außer ist irgendwo bei den Rostschwertern doch dabei. Nee. Also da müssen wir uns noch gedulden, aber holy moly. Kann man das nochmal verbessern? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich denke mal, das wird schon so passen. Ich suche es gerade. Wo ist es denn gelandet, bitteschön? ETF. Hallo, Gradivus, wo bist du? Ich finde dich gerade nicht, oh Gott. Gradivus? Oder bin ich einfach nur blind? Wahrscheinlich wird es ausgegraut sein. Ich möchte nur noch mal nachgucken, ja? Nicht, dass man das Ding vielleicht doch mal verbessern kann. Ah ja, hier. Genau, also es geht auf keinen Fall. Alles klar. Hätte ja sein können, das ist schon krass OP, ey. Heftig. Also gut, da unten ist es. Das Part hier holen wir uns natürlich auch noch. Ist das it? Boah, ey, das sind Werte. Legendäre Waffen, Leute. Ach ja, Moment mal, wir müssen noch alles schmieden können. Wie sieht's denn eigentlich aus mit, zum Beispiel Silberpanzerfäuste? Da müsste es jetzt weitergehen. Da waren noch Optionen ausgegraut. Vielleicht können wir da jetzt nochmal mehr ausrasten. Können wir nicht Kriegerwaffen sich jetzt auch verbessern? Ich weiß aber nicht, ob das schon vorher ging. Haben wir nicht irgendwo Silberfäuste bestimmt, oder? Na komm schon, irgendwo müssen da doch welche sein. Hier. Drachenklauen. Dafür brauchen wir allerdings 20 mal Tigerstahl. Sollen legendäre Bestien erlegt haben. Effektiv gegen Drachen. Wow. Das ist auch ziemlich cool. Die sind an sich nicht sehr viel besser als Silberpanzerhände, witzigerweise. Also von der Trefferquote sogar schlechter, aber klar, Effektivschaden an sich ist natürlich eine ganz nette Sache. Aber jetzt nicht der Oberhammer, das Ding. Ansonsten, was kann man bei dir noch erwerben alles? Schon ein paar Sachen, ne? Ich krall mir mal alles, was Geschwindigkeit gibt, ja? Weil unser Avatar sollte definitiv noch schneller werden. Der hinkt da diesbezüglich halt echt hinterher. Das ist ein Problem. Ist das nur eine Tempofeder aktuell? Okay. Natürlich kann man über den Rest auch mal ein bisschen nachdenken, ja, klar. Wenn man möchte. Greifen wir mal den Energietropfen. Wahrscheinlich schon wieder für Leonie, weil die levelt einfach keine Stärke bei mir. Die ist aber total schnell, das heißt, sie profitiert mitunter total stark von Zusatzstärke. Das verteilen wir also auch mal direkt. Wir haben, glaube ich, sowieso noch ein paar Sachen übrig. Oh Gott. Jetzt haben wir wieder das Nervige durchs Menü hier navigieren, weil die... Das Komische ist, früher gab es den Punkt, dass du hier direkt sagst, ich gebe das dem. Na, und jetzt musst du es immer erst ins Inventar traden und kannst den dann erst benutzen. Das ist irgendwie echt komisch, ich weiß nicht. Warum die das so gemacht haben, weil es ergibt absolut keinen Sinn. Es ist eigentlich absoluter Quatsch, das so zu machen. Eine echt gute Frage. Da haben sie nicht genau nachgedacht. Das ist so ein Kritikpunkt durchaus auch nochmal an der Stelle. Menüführung. Hin und wieder ein bisschen nervig in dem Spiel tatsächlich. Genau, Leonie auf jeden Fall. Ach, wir haben sogar noch einen Goldbeutel zum einen an, habe ich ganz übersehen. Genau, weil jetzt musst du ja echt immer so komisch das Ganze managen. Das ist so nervig.
Okay, vielleicht kriegst du sogar noch den einen extra Punkt zusätzlich. Wäre halt schon relativ krass, machen wir, weil sie wird gut. Also sie wird da viel gespielt, tatsächlich. Ich denke, den Rest mache ich aber irgendwann mal, wenn wir in eine Mission wieder reinstarten. Ja, und jetzt, dann kommt nochmal die Zusatzabfrage. Lass es mich doch einfach bitte direkt verwenden. Nochmal bestätigen. Ach, egal. Wie auch immer, Leute. Jedenfalls. Ja, noch ein paar Gespräche, aber wir sollten auf jeden Fall, denke ich, ganz gut durchkommen. I've been away from Garrick Mach for a while, but I came back when I heard the rumors of what you were doing. The scars of 5 years ago may still be raw, but it's nice to be back. Mhm. Anyway, I'm going to start a business here again, so I look forward to your patronage. Oh, ein neuer Laden, cool. Bin mal gespannt, was er so anbietet. Greetings, Professor. Nothing to report. I was talking to some of the Daphnal soldiers earlier, and it seems that Judith has a weakness. Aha, but they wouldn't tell me what it is. I got the feeling they didn't appreciate the question. Pardon me for being curious. That said, maybe keep this to yourself. Not that she terrifies me to my soul, but I'd hate to get on her bad side. Ja, der gute alte Torwächter. Immer wieder schön mit ihm zu reden. It looks like people are slowly starting to come back to the town. I guess they feel safe now that you and the Knights of Saros have returned. Peddlers have become more common too, so there'll be food and supplies available. Schön. After being run down for all those years, it's really becoming livable again. Ach ja, bei dir können wir noch trainieren, aber es lohnt sich nicht wirklich. Ressourcenbeschaffung mal wieder, ja. Excuse me, could you do me a favor? Ah, okay, das ist eine... Ach Gott, nicht schon wieder so eine Quest. Langsam nerven sie mich ein wenig, ehrlich gesagt. Sie sind einfach zu unspektakulär. Das ist es halt so. Okay, die letzten Anemonen gehen raus. Aber auch die restlichen Vorlieben sind bei ihr relativ easy zu handeln. Vielleicht kriegen wir auch wieder welche. Ich habe ja kräftig angebaut, wer weiß. So... Was haben wir denn hier? Hm? Here's an idea. On the north side of the Great Bridge of Murden lies the territory of Acheron of the Alliance. And to the south, the Empire's Burglies territory. Count Burglies has held the position of Minister of Military Affairs for the Empire ever since the days of Emperor Ionius. The current Emperor seems to have brought the corrupt nobility to heel. But Count Burglies looks to be an exception. Ah, okay. Ja, und Acheron ist einfach so ein... Ein richtig nerviger Typ, was ich meine. Wir hatten ihn in der Lorenz-Mission mal. Einfach nur ein ätzender Typ. Huch, hier ist noch jemand. Ah ne, mit dir kann ich nicht reden. Alles klar. If our plan succeeds, we'll arrive at the Great Bridge of Murden unscathed. The important part is what happens next. We're evenly matched in terms of military power, more or less. So if we can just launch a surprise attack. Dann sind wir im Vorteil. I wouldn't be so sure. That bridge is almost like a fortress. Okay. The defense there is rock solid. But that's why you're here, Teach. No matter the odds, you're the wild card we need to win. Okay, was können wir bitte nochmal lernen? Ja, auch nichts, was ich gerade brauche. Oder gehen wir irgendwann nochmal auf Flug. Bist doch top motiviert, also da brauchen wir auch nichts zu regeln. Ah, Shamir. 5 years ago, when the Imperial Army attacked Garrick Mach, they moved with incredible speed. But in the middle of all that chaos, she still had operatives watching. The hero of Daphnal's spy network is impressive. She shouldn't be taken lightly. Mhm. Oh, Lanze könnten wir weiterbringen, aber ich werde, denke ich, erstmal noch Reiten vorwärts bringen, oder? Mal gucken. Right, right. The year 1185 is almost over. From next month on, it will be the year 1186. It's just a date, of course, but it feels significant. I hope next year is a great one. Ah ja, auch bald wieder ein Jahreswechsel, der hier ansteht. Okay. Erstmal geht es weiter. Wir haben noch da oben zwei Gespräche, den Kummerkasten. Und vielleicht können wir wieder Reputation eintauschen. Einfach wieder durch die Kollision, genau. Judith ist eine wunderbare Person. So stark und confident as well. Looking upon her, I am sharply reminded of my mother. Ah, so ähnlich, ja, wirklich? Not in the slightest. Rather, it is her way of being, her demeanor. Brilliantly bright and positive, like a warm ray of light. I lost my mother long ago. I miss her desperately.
Oh je. Bring mal Glaube noch vorwärts. Judith is looking. Ah, hier passt auch alles aktuell. Na, ihr seid ja alle jetzt hochmotiviert, aber ich habe auch ein bisschen was gemacht schon. I would like to believe that I've always made my own decisions. Even so, I cannot deny that some small part of me has always been aware of my father's wishes. Now here I am, concealing our plan, Claude's plan, from his sight. Oh. Genau, frag mir nochmal. The strategy is sound, and I've consented to it. In this fight, I will finally stand upon my own two feet, independent of my father's influence. Das freut ihn anscheinend auch. Okay, sehr schön. Vielleicht durfte er vorher quasi auch gar nicht so wirklich auf Claudes Seite sein überhaupt. Vielleicht musste er auch einfach so ein bisschen eine Rolle spielen, die ihm sein Vater etwas auferlegt hat. Kann gut sein, ne? Bei dem Versuch, mein Zimmer aufzuräumen, wollte ich alle Dinge wegwerfen, die ich nicht mehr brauche, aber die daran hängenden Erinnerungen sind zu stark. Ah, das untere könnte gefallen, das ist Manuela, oder? Dachte ich mir. Natürlich. Das passt hier ganz gut in den Kram. Okay, mal gucken, ob wir wieder genug Reputation haben für irgendwas. Ah, 2100, nicht so schlecht, aber... Ich nehme dann die Erfahrung mit, würde ich mal sagen. Brauchen also noch ein bisschen. Joa, das hier ist mir nicht so super wichtig gerade. Wie gesagt, wenn, dann gucke ich, dass ich möglichst schnell auf extra Erfahrung komme. Das scheint mir mal am sinnvollsten zu sein. Cyril ist unten beim großen Saal, mit ihm haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Schauen wir nochmal nach. Okay. Is it true Lady Rhea was dragged off by the Imperial Army? I heard that was true. Why'd they take Lady Rhea? Professor, they didn't take her to kill her, did they? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, sie ist 5 Jahre lang weg. Yeah, good point. If they did, we'd have heard about it by now. You gotta help her, Professor. I'm begging you. Wahrscheinlich erstmal krasse Verhöre und so und vielleicht auch Nachforschung. Ich meine, sie konnte sich verwandeln und hatte vollen freien Willen. Bei Maurice zum Beispiel, noch mit dem Bestienwappen. Er konnte sich nur ein bisschen, also er hatte noch minimalen freien Willen, aber konnte wahrscheinlich seinen bestialischen Trieben, also die standen quasi nochmal drüber. Aber bei Rhea, sie schien frei zu sein in Bestiengestalt. Legend says that Pillars of Light fell and ravaged Aelal. I was reminded of that when I saw it. Professor, do you think those legends are true? Wer weiß das schon? Oh, I suppose you may be right. There's no way to be sure it won't. There are still so many things we don't understand in this world. Das stimmt. Viel zu viel, ehrlich gesagt. Ja, Flugtraining. Wie sieht's bei dir gerade aus? Haben wir denn noch ein Mai-Glöckchen? Ja, wir haben noch eins. Okay. Gut, ansonsten nehmen wir noch den Stoffbär mit Rüstung hier. So, alles klar. Gut. Als nächstes haben wir hier noch ein paar Gespräche und sind auch schon fertig. Hearing that the Knights of Saros have returned, the monks have also been coming back. We still don't have enough hands here, but we'll use all that we've got to rebuild the monastery. Until the day that Lady Rhea is returned to us, we have to do all we can. Mhm. Okay, klar. Aber ich bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt, oder? 5 Jahre lang verschwunden. Also ich kann mir eigentlich fast nur vorstellen, dass sie halt wirklich Forschung irgendwie betreiben. Was sollen sie sonst mit ihr machen? Gwendol, whom we saw at Aelal, was once a renowned general known as the Grey Lion. Mhm. And yet, as we fought him, it seemed like he was just looking for a place to die. Even if House Roe, whom he served, is no more, he shouldn't have just given up on life. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht unter Dimitri dann wichtiger sein könnte, ne? Vielleicht hat er aufgegeben, wegen dem ganzen Vorfall, wie das Königreich jetzt einfach kaputt ist quasi. Macht sicherlich auch einige loyale Leute fertig. The battle at ALL was a technical marvel. You grow stronger with each passing day. Where does your talent end and your crest's power begin? Are they one and the same, I wonder? Most intriguing. Natürlich. Yet, it is quite difficult to draw useful conclusions, given the situation.
It is quite unfortunate I did not achieve my research goals before the war broke out. So much unknown. Now, I fear I will not have those answers even by conflict's end. So very frustrating. Er verändert sich da auch nie was. Okay, wir haben natürlich schon unser B-Niveau hier. Reicht das nicht theoretisch sowieso erstmal aus? Bei Vernunft würden wir halt früher oder später zumindest noch Zauber kriegen, das darf man auch nicht vergessen. Und bei Glaube das Gleiche. Oh, hello there, Professor. Did you need something from me? It doesn't look like you're wounded or anything. You just looking for someone to talk to? I thought so. Well, I'm here for you. Making you feel better is my top priority. Whether it's physical pain or worries of the heart, you can come to me for anything, Professor. Alles klar. Du bist auch noch top motiviert, na super. Ja, nimm das auf jeden Fall mit. So nah dran schon. Dauert nicht mehr lange, da haben wir unseren A-Rang. Fantastisch. You there? If Rhea really is in the Empire, then we must defeat the Imperial Army by any means necessary. The people at large are just as concerned for Rhea's safety as we are. The sooner we can settle all our unease, the better. So, du bist auch top motiviert. Na, dann passt ja alles. Seid ihr jetzt alle schon top motiviert? Oh, Tatsache. Okay, dann, können wir aufbrechen, richtig? Es ist nichts mehr offen, wenn ich... Oh, doch, Lissy, ha! Da haben wir doch glatt fast Lissy vergessen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ja, letztes Gespräch und ab geht die Post. Hier, da ist er ja schon gleich. I'm sure you know this already, but House Ardelia is aligned with the Empire. They face the Empire from across a river, similar to the Gloucesters. Mhm. Even so, I refuse to yield to the Empire a second time. The Empire did unthinkable things to my family and to me. The only option here is winning. Professor, you must promise we will overcome the Empire. Selbstverständlich, das ist ganz klar versprochen, aber das ist halt auch super spannend, was sie uns schon wieder zu erzählen hat. Ich glaube, wir müssen bei Hilda noch die Ressourcen abgeben, kann das sein, aber auf jeden Fall, ich will wissen, was da passiert ist, weil das wurde auch schon oft einfach mal angeteasert so, aber nie wirklich mal klar angesprochen, was eigentlich damals passiert ist. Sehr schön. Das haben wir auch gemacht, wunderbar. Okay, Leute, dann los geht's, wie gesagt. Keine Aktivitätspunkte mehr übrig. Der Unterricht für die Woche kann nochmal beginnen. Jo, alles klar, aber es geht wahrscheinlich einigermaßen zackig. Wir haben ja relativ klare Ziele momentan. So, du hättest noch deinen Axt und Bogen. Mit dir könnten wir allmählich mal wieder auf Glaube gehen, wenn wir wollen, aber auch dein Reittraining sollten wir nicht vernachlässigen. Ziehen wir das erstmal durch. Yes! Nice. I am getting to the heart of it. Das hat er jetzt geschafft, wunderbar. Dann machen wir hier ein bisschen weiter. Ausgezeichnet. So, Raphael, der sollte auf jeden Fall auch mal ein bisschen weiterkommen mit Autorität, aber erstmal sollten wir uns auf Äxte nochmal fokussieren. Das schafft er auf jeden Fall auch noch, sehr gut. Ja, du wirst noch ein bisschen brauchen mit Glaube an sich. Das könnte auch noch etwas Zeit beanspruchen. Ja, wir... Ich weiß nicht, ob ich aktiv halt bei dir wirklich viel investieren muss. Ich meine, sie bleibt wahrscheinlich trotzdem Tänzerin irgendwo. Das ist halt einfach so, ne? Aber hier können wir natürlich ins Reittraining noch mehr investieren. Kriegt auch noch schön Magisterbonus drauf aktuell. Das ist doch gut. Ja, und dann nochmal das mit dem Gemeinsamen. Das klappt dann auf jeden Fall ganz gut, glaube ich. Da brauchen wir erstmal nichts zu investieren. Hier das Gleiche. Und hier haben wir im Prinzip eine ganze Menge, die sich lohnen würde, tatsächlich. Aber Autorität ist halt auch noch mega wichtig. Ja, Autorität und halt dieses Flugtraining, beides. Alles klar. So, Zetaf allmählich mal bei der Lanze weitermachen vielleicht, ne? Und bei dir auf jeden Fall mal voll nochmal auf Axt gehen hier. Ja, das schafft sie, denke ich, gar. Sehe ich keine großen Probleme. Hier dein Flugtraining. Sehr gut, ein Perfekt. Vielleicht schafft sie es ja, wer weiß. Ah, nicht mit dem ganzen Gut hier. Ja, das war zu viel Gut. Tja,
passiert. Sie nähert sich auch gewaltig dem Ganzen an, hm? Aber wer sollte als nächstes drankommen, ganz zum Schluss jetzt nochmal? Ja, bei ihm könnte man investieren, klar, aber ich denke fast sogar... Machen wir doch... Uff, du hast halt schon so viel Training, ist halt echt krass bei dir, ne? Aber ich meine, bei Marianne brauche ich im Prinzip kaum zu investieren noch. Ich meine, noch mehr auf Schwert zu gehen, kann man schon machen, aber... sich das jetzt noch lohnt, ist halt die andere Frage. Ja, ich mache jetzt erstmal hier noch glaube ich, fertig. Außerdem können wir bei ihr dann vielleicht auch noch ein bisschen unsere Fähigkeiten trainieren in Zukunft, denn wir wollen auch bei Glaube weiterkommen. Wo auch noch gar nicht mehr so viel fehlt. Passt auf jeden Fall. So, Gruppenaufgabe ist richtig zugewiesen, oder? Ich denke schon, ja. Genau. Passt. Doch alles, oder? Ach, Moment mal, du hast jetzt Faust eh schon auf A. Genau, hast du da deinen B+, also dann würde ich sogar fast sagen, wir gehen nochmal auf Autorität, also Axt und Autorität. Das passt so, das ist auch in Ordnung, das ist in Ordnung, das sollte so passen, das ist immer noch okay, ist auch noch okay. Ja, ist im Prinzip alles ziemlich okay. Jo, ich denke, wir lassen das alles erstmal so. Spricht wenig dagegen, let's go. Nope, wir ändern hier gar nichts. Wir sind stur. So, da ist wieder eure Gruppenarbeit, klar. Das Übliche eben. Nice job. I am honored by you. Yes, sauber. 1C+. Und weiter geht's. Nicht die größten Fortschritte bisher, aber zumindest eins war bisher dabei. Aber das ist der B-Rang, damit sind Donneräxte jetzt verfügbar bei ihr. Sehr, sehr gut. Der Lanzenbrecher kommt dazu, Alarmbereitschaft, ja. Habt ihr alle ganz gut gemacht, würde ich mal behaupten. Ja, mal sehen, ob wir irgendwas ausprobieren wollen. Wir haben auch genug Geld, wir können im Prinzip auch verschwenderisch mit Siegeln sein und einfach mal testen. Ja, und ich meine im Prinzip... Na, guckt mal, selbst der Krieger wäre jetzt dann verfügbar. Ja, natürlich auch an sich eine schicke Klasse, erstmal so übergangsmäßig. Sehr viel Stärke, ein Tick langsamer ist er dann, aber... hätte nichts dagegen. Tatsächlich. Ist er nicht sogar aber hier schon, ja, ist hier näher dran. Das 88% kann er schon fast nicht failen. Wir machen das einfach mal, klar. Ultima-Siegel kann ich natürlich bei Anna nachkaufen, kein Problem. Da hat er es geschafft, Leute. Kriegsmeister Raphael. Kriegt sogar noch einen Wertebonus. Ein Resistenzpunkt. Jawohl. Ja, du hast ja deine Klasse gemaxt. Alles klar. Joa. Viele schöne Optionen bei vielen tollen Leuten. Und immer noch vieles, was ausgemaxt werden muss erstmal. Ja, so ist das. Bei sehr, sehr vielen Leuten gerade. Immer noch. Was brauchen wir eigentlich später dann für den hier? Axt auf A. Lanze brauchen wir auch noch, ne? Ja, das kann ja auch noch lustig werden. Und fliegen auf A oder höher, das wird auf jeden Fall noch dauern, das ist klar. So, bei dir ist es jetzt immerhin nicht mehr ausgegraut hier. Also man könnte den Versuch tatsächlich jetzt mal wagen, wenn man das möchte. Und bei Anna haben wir, wie gesagt, sowieso einen unendlichen Vorrat im Prinzip an Ultima-Siegeln. Witzig, hier in dem Laden kann man aber halt nur die zwei hier kaufen. Aber wie auch immer, ich probiere es jetzt einfach. Da ist es mir jetzt echt egal, wenn ich das Geld hier raushaue. Quasi 50-50 und das wäre halt super, wenn es es schaffen würde. Wenn nicht, mein Gott, dann ist es halt so. Papalapap. Yes! Fantastisch. Und sogar ein Werteboost. Auf was denn? 3 Punkte Resistenz. Nice. Okay, Zubehör ist das Bataillon ist weg, aber
Super cool, Leute. Super, super cool. Sie hat es endlich geschafft. Lanzenspezialist, ja. Sie hat ja jetzt das Schild der Syros auch von mir bekommen. Ich finde, das passt ganz gut bei ihr. Ist auch ein super Teil. Hier plus 5 gibt es und sie ist ja ultra schnell einfach. Also, ich meine, besser geht das kaum. Ich freue mich. Ich bin richtig glücklich. Endlich. Das war ein kleiner Traum, den ich mir damit vervollständigt habe, sie auf jeden Fall zu einer Falkenritterin zu machen. Wir haben jetzt genug Flugeinheiten, um tatsächlich eine Delta-Attacke mit ihr auch in Zukunft starten zu können. Das ist natürlich super. Und wir haben auch das Gradivus, also in der Theorie kann ich auch übelst ausrasten mit halt im Prinzip so einer pseudo-legendären Waffe, wenn man so möchte. Aber irgendwo haben sie schon ihren Legendenstatus klar. Ich muss sagen, ich habe echt keinen Bock auf eine Mission und ich glaube, wir nehmen tatsächlich mal ein Seminar mit. Why not, ne? Tatsächlich wäre bei vielen halt sowas wie Reiten oder Flug halt ganz angebracht. Könnten ja nochmal auf Lanze gehen, wenn wir wollen, auch bei manchen. Das kommt ganz drauf an. Oder halt hier, aber das ist halt für nur ganz wenige wirklich sinnvoll. Lasst mal sehen. Schwert und Lanze würde auch vielen noch zugutekommen, denke ich. Oder hier, Lanze und Autorität, weil Autorität braucht halt echt nahezu jeder. Glaube sogar fast, das mache ich, ganz im Ernst. Ja, komm, nimm das hier von Zetov. Ja, wir nehmen jetzt mal ein Seminar, was soll's. Diesmal, denke ich mir, ist doch mal ganz gut gemacht. Ich meine, nach Ultima kommt eh nichts mehr, also manche sind schon am Ende, was das betrifft. Na, man holt doch gut was raus. Ich meine, Lanze, falls bei Hilda zum Beispiel noch beschließen möchte, ey, ich nehme jetzt auch irgendwas Hyvern-mäßiges, kann auch das noch ganz sinnvoll sein, also. Alles klar. Genau, dann können wir nochmal hier ein bisschen Einzeltraining hier machen und gutes, ne? Rundum-Programm und dann können wir das nächste Mal halt in die Mission starten, das ist ja das Schöne. Genau, ist jetzt zum Beispiel Claude erstmal dran. Alles klar. Und hier haben wir natürlich auch noch ein paar Leute, die auf jeden Fall noch ihr Training abbekommen möchten. Auch gut motiviert sind. Na komm. Komm, Ignaz. Gut. Alles klar. So, wie gesagt, die Hochmotivierten sollten vor allem drankommen. Ja, geh mal auf die Lanze Assal vielleicht allmählich, ne? Yes. Damit solltest du sogar... Jawohl, hat er geschafft. Sehr gut. Schwungattacke, aha. Gucken, was das dann ist. Bin ich auch mal neugierig. Ja, Flayne, ich weiß gar nicht, was wir bei dir noch machen wollen, ehrlich gesagt. Ich meine, Richtung Heiliger Ritter könnte man später vielleicht noch gehen. Aber brauchst du, glaube ich, hauptsächlich eigentlich nur Pferderfahrung. Ich weiß, haben wir die ganzen Boni drin, weil eigentlich hat sie dafür ja kein Talent, aber... Mit Magisterbonus plus den von der Heiligkeit hier geht das eigentlich ganz gut. Gar nicht so schlecht. Alright. Die Hochmotivierten kommen dran. Ein B plus auf Fliegen. Alles klar. Kannst auch hier nochmal weitermachen, wenn du willst. Ich meine, ich kann ja als Falkenritterin natürlich, ich könnte sie mal als Adjutantin irgendwo dazustellen, einfach fürs Training. Und dann würde sie natürlich auch da ein bisschen Erfahrung noch sammeln. Kann man auch beschließen, ne? Das ist auch was, was einer nicht an sich davonläuft. Na also, geht doch. Alles klar. Ich meine, steht bei euch irgendwas jetzt kurz vor Vollendung? Das macht ihr wahrscheinlich sowieso durch euer reguläres Training jetzt erstmal zu Ende. Also brauche ich mir da keinen Kopf zu machen, das kriegen wir hin. Dann ist Bernie nochmal dran. Kannst ja mal Bogen Richtung A-Niveau bringen, ne? Alles klar. Gut so. In dem Fall machen wir jetzt allerdings mal wieder Luftsicherheit, würde ich mal sagen. Und da brauchen wir... Okay, dich brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Ah, auf der anderen Seite, stimmt schon, wenn du jetzt eh schon Falkenritterin bist. Ingrid kann es ja bald werden, ohne Probleme eigentlich. Aber du würdest auf jeden Fall noch ein bisschen Erfahrung gebrauchen können. So ist das nicht, ne? Ja, du hast ja sogar ein A-Niveau da oben, meine Güte, ey. Ja, ihr könnt noch Support aufbauen, ne? Das ist eine ganz gute Idee vielleicht, okay.
So, das passt, das passt, das passt, das passt, das passt auch. Ich glaube, wir sind da immer noch ganz gut dabei von unseren Zielen. Es ist alles eben zielführend, wie es sein sollte. Meine, wenn du jetzt schon Falkenritter hast, wir könnten dir theoretisch noch Axttraining geben, wenn du möchtest, für später. Auf der anderen Seite, ach, lass gut sein. Wir gehen erstmal voll noch da auf diese Dinger, das passt schon so. Jo, ist okay, Leute. Ist okay. Wir haben sogar noch einen Geburtstag in der Woche. Shamir hat Geburtstag, alles klar. So, da brauchen wir wahrscheinlich irgendwas Bitteres. Berauschend stark. Das könnte auch was sein, ha? Okay. Yes. Yes, einfach nur. Okay. Reden. Wonach man strebt. Okay. Das funktioniert. Dann haben wir... Ach komm, die letzte Schlacht. Jawohl. Klar, natürlich funktioniert das. Und schlussendlich... Klosterregeln? Oh, okay, nicht wirklich. That was delicious. Thank you. I'll visit again when I'm free. Alles klar. Hat sich auf jeden Fall gelohnt an sich schon. So, dann sind nochmal hier die... Ist die Gruppenarbeit nochmal dran. Dann haben wir unsere Resultate. Indeed. Und gut ist. Look at our... Yes, jawohl. Da bin ich mal sehr gespannt, was bei Lissy so rauskommt dadurch. Ah ja, und Hannemann hat auch sein Bier angeschafft in Glaube. Abraxas und Autorität Level 5, okay. Magieschild, ah, sehr gut. Wunderbar. Noch ein weiteres Magieschild, das ist praktisch. Falls wir eine Mission mit vielen Magiern oder so haben, haben wir mehrere Magieschild-Anwender parat. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Haben auf jeden Fall einen klaren Vorteil dadurch, falls mal so eine Situation kommen sollte. Okay. Du bist jetzt gerade in der Klasse, das ist wunderbar. Müssen wirklich auf irgendwas noch achten gerade. Du maxst die irgendwann aus, dann maxst die nächste aus. Wir wissen ja, wie das bei dir so abläuft. Du hast jetzt 87%, das können wir locker mitnehmen, wenn wir wollen. Spricht wenig dagegen. Ich denke, das machen wir dann auch demnächst mal. Ja, und bei dir halt Erzritter, aber erst wenn du fertig bist. Klar. Bei dir auch bitte erstmal ausmaxen. Einmal ausmaxen, bitte. Müsst alle erstmal fertig werden, ja. So ist das. Ja, und du bist ja gerade frisch reingewechselt. Also im Prinzip, ich probiere es jetzt nur mal bei ihr. Einfach, weil sie es theoretisch frisch erreichen kann mit einer sehr guten Chance aktuell. 87 ist halt wirklich top. Lol, sie hat es nicht geschafft. Wow, diese 13% hat sie getroffen. Toll. Ja, das ist jetzt peinlich, ne? Aber egal. Das kümmert mich nicht mehr wirklich. Das ist halt auch kein Geldbetrag mehr. Ich glaube, ich mache nochmal einen Support-Part, weil das sieht so aus, als hätte sich ganz schön viel angestaut, ganz im Ernst. Wir sollten uns da echt mal entscheiden. Ah, Lissy und Hannemann B ist zum Beispiel auch schon mal sehr, sehr gut. Aber theoretisch steht dann eh schon die Mission wieder frei, also es war ganz gut, dass wir es so gut füllen konnten heute. Wunderbar. Hat sich auf jeden Fall angeboten, würde ich sagen. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis bald.